Irgendwelche Ratschläge, die dir deine Eltern mitgegeben haben? Mach eine Ausbildung. Immer so sein Möglichstes geben für die Sachen. Dann kann man hinterher sich nichts vorwerfen. Also sicher eine gute Ernährung. Ora et labora. Also bete und arbeite. Lieber vorsichtig als nachsichtig sein. Immer mit Freude leben. Bewegen. Jetzt sind zu anderen Leuten, dass man nicht lügen sollte. Immer mit Leuten mit Respekt behandeln. Geniessen, glücklich sein. Das ist das und das machen wir auch, oder? Das ist kein Ratschlag. Ich habe oft gehört, das Körper kommt, ja, jetzt ist es spät. Geh früh schlafen, trink genug Wasser, geh raus und spielen. Es gibt Sachen, die sie dir immer wieder gesagt haben, die dich richtig angeschissen haben. Geh raus und spielen, geh früh schlafen, trink Wasser. Aufräumen. Ach, hast du es jetzt endlich gemacht? Natürlich habe ich es nicht gemacht. Du musst lernen. Aufräumen im Haushalt, das nervt. Wenn sie mir angedroht haben, Hausrest zu bekommen. Wie was brauchst du heute noch die Hilfe deiner Eltern vielleicht? Alles, was mit Autos zu tun hat, rufe ich als erstes meinem Papi an, wenn irgendetwas ist. So Versicherungsstuff. Machen wir den Papi nach Wegzeug, die Mami nach Steuererklärung und so. Ja. Steuererklärung in einer Woche, wahrscheinlich wieder auf meinem Programm steht. Ja. Wenn ich gewisse Lebenssachen muss handeln. Haushalttechnisch ist auch immer mal etwas so, okay. Eine Steuererklärung. Irgendwie merkt man dann doch, irgendwie so erwachsen ist man gar nicht. Haushaltssachen sind es meistens. Wie koche ich das am besten? Oder wie kriege ich den Fleck weg? Was sind so die Sachen eigentlich? Aber wir begleiten dich in allen Lebenssituationen, weil wir sind für dich da, wenn es auf abkommt. Die besten Tipps kommen meistens von Mami und von Papi. Und darum machen wir uns jetzt auf die Suche nach den besten Ratschlägen und wollen wissen,